Palantir. Die magischen Glaskugeln aus Tolkiens Herr der Ringe sind die Namensgeber für den Softwareanbieter aus den USA. Durch die Kugeln kann man Dinge sehen, die andere nicht sehen. Genau das soll auch Hessendata leisten. Seit 2017 ist die Software bei der hessischen Polizei in Betrieb. Die Idee? Hessendata verknüpft unterschiedliche Datenbanken und entdeckt Muster, die für Beamte nicht offensichtlich sind. Per Mausklick statt Aktenwühlen. Beispiel: Verdächtige A ist entfernt verwandt mit Verdächtigem B. Bei einer Polizeikontrolle saßen beide im selben Auto. Aus Handydaten geht hervor, beide rufen immer wieder eine bestimmte Nummer an. Drei Ereignisse aus unterschiedlichen Quellen ergeben ein komplexes Profil. Das soll der Polizei helfen, Straftäter schneller zu ermitteln oder sogar Straftaten zu verhindern. Damit das möglich ist, wurde in Hessen sogar das Gesetz geändert. Die Polizeibehörden können in begründeten Einzelfällen gespeicherte, personenbezogene Daten mittels einer automatisierten Anwendung zur Datenanalyse weiterverarbeiten zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten. Moderne Ermittlungsarbeit im digitalen Zeitalter, sagen die Befürworter. Die Kritiker sehen Grundrechte in Gefahr und warnen, schnell könnten Unbeteiligte ins Visier der Ermittler geraten. Ja, und diese Gefahren sind nicht zu unterschätzen. Deshalb hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil gesprochen. Das höchste Gericht hält den Einsatz dieser Software in Hessen so für verfassungswidrig. Ein Hinweis, ein Mausklick, eine Verknüpfung. Bei Hessens Polizei gehört Hessendata seit Jahren zum Alltag. Die Software zeigt Verbindungen auf, macht Muster sichtbar, die den Beamten alleine verborgen blieben. Wir können mit einer Analyseplattform wie Hessendata können wir sehr schnell agieren und können als Polizei die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen polizeilichen Maßnahmen einleiten zum Schutz der Bevölkerung. Die Karlsruher Richter haben trotzdem Bedenken und erklären das Gesetz heute für teilweise verfassungswidrig. Die Vorschriften verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in seiner Ausprägung als informationelle Selbstbestimmung. Trotzdem ist es möglich, die Analysesoftware weiter einzusetzen, aber unter ganz engen Regeln. Zum Beispiel nur, wenn es um schwere Straftaten wie Terrorismus geht, so die Richterinnen und Richter in ihrer Begründung. Das Gesetz muss jetzt bis September nachgebessert werden. Für die Kläger ein Erfolg. Also ich denke schon, dass sich der Gesetzgeber auf den Hosenboden setzen muss, um diese vielen Vorgaben zu erfüllen. Einfach wird es nicht werden und er muss auch sehr viel transparenter regeln, wie diese Datenanalyse stattfinden kann, aber möglich bleibt sie. Die hessische Polizei wird in Zukunft also noch genauer hinschauen müssen und sicherstellen, dass mithilfe von Hessendata wirklich nur schwere Verbrechen verfolgt oder verhindert werden.